Und wir sind da. Das ist ja alles. Ich höre es. Das ist auch nicht so. So, das ist doch da. Das ist doch da. Ich lächle doch ein Peppi. Ich nehme auch noch einen. Boah, hier muss noch einer kommen. Ja, das ist das Spiel. Das ist für Julian oder mit mir? Gutes Stimmungsspiel. Hast du 100 Spieler? Nee.
David Silva. Klasse Einsatz, aber kurz noch mal den Ball. Und nun Lacazette. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt hast du den mal verloren. Ja, warte. Jose Callejón. Die passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Gut geklärter Einwurf. Die Spanier bringen den Ball nach vorne. Da ist er da und da hat die Flanke. Evra. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. CDB. Und Busquets. Moraes geht jetzt was für Spanien. Fangt schon wieder weg, gut zu machen. Lacazette jetzt. Okay. Hinten steht sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. David Silva. Jetzt Koscielny am Ball. Conte. Und jetzt geht sie über die Flügel. Der steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Jetzt wollen sie mehr Druck entwickeln und die gegnerischen Spieler früh stören. Das kann funktionieren, wenn alle mitmachen. Durch Pressing, Ballverluste erzwingen und dann eiskalt zuschlagen. Könnte was werden, die Franzosen versuchen es nochmal. Entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position.
Es gibt die gelbe Karte gegen Frankreich. Und jetzt muss er aufpassen, sonst bleibt das Spiel ganz schnell vorbei. Mit dem Ballerfuß Richtung gegnerisches Tor. Okay. Und Lacazette. Jetzt Lacazette. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Da trennt er ihn vom Ball. Dann weiß ich, dass er mal nur WM, ne?
Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Der Bele. Da hält er das Gleichgewicht, dabei schlauch oder kurz. Und jetzt die Chance. Sie kämpfen hier, aber das ist nicht viel mehr als Ergebniskosmetik. Der knallt nicht einfach wild drauf, sondern spielt den Ball klug mit dem Elvis. Genau die richtige Entscheidung, sehr überlegt gemacht. Und mit einem. Und das ist Freistoß gegen Frankreich. Iniesta. Jetzt hat sie den Ball verloren. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Chance vertan, die Kugel ist weg. Das könnte die Gelegenheit werden. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was ich noch tue. Der BW. Matuidi. Lacazette. Ganz schön wieder weg, gut gemacht. Jose Carrichon. Wasser damit Silber. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das Ding gleich. Griezmann. Gibt's jetzt den Top, schießt er gleich. Da passt der Klasse auf. Aber er muss aufpassen bei dieser Ecke. Die Socke und den Ruf, das sind die Leben, ich meine. Kommt zum Beispiel rechts. Er hat also Freistoß gegen die Franzosen. Verteidiger hat aufgepasst. Die Flanke war gar nicht so schlecht. Sissoko. Piqué. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt wieder mal Sitz für die Franzosen. Vortrag, das ist Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Und jetzt Busquets. Ja, du hast was. Und nun Busquets. Jetzt Lacazette. So, jetzt die Franzosen nochmal. Und jetzt der Schuss. Und das Tor. Aus der kurzen Platz hat er voll. Das da hat er den Doppelpass, sehr gute Leistung. Nochmal das Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie liegen deutlich vor, bis hierhin ist es eine klare Nummer. Und nun Carvajal. Und jetzt Busquets. Gegner von Spanien. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Macht er ihn. Da ist der Treffer, da ist er. Kurz vor Schluss zeigt die Spanier also doch nochmal ihre Klasse. Nur haben das wirklich viel zu selten geschafft. Entsprechend werden sie das Spiel auch verdient verlieren. Ein Spiel für die Fans, ohne Frage. Viele Tore von beiden Teams. Das ist echt unterhaltsam hier. Am Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Trotzdem, die Fans freuen sich. Das ist ja, vielleicht ist es auch schon gewöhnt, dass die Zahl, vor die Kamera haben. Vielleicht sollte man so mal nicht gehen, aber Fakt ist, dass sie heute nicht unbedingt ihre beste Leistung gezeigt haben. Damit sind wir hier in Bezug zum Tor. Und Lacazette. Das könnte die Gelegenheit geben.
3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Ball bei Evra. Sergio Busquets. Er nimmt ihm den Ball ab. Gutes Zuspiel, technisch anspruchsvoll gemacht. Jetzt vor die Alba. Ja, aber ich drücke. Ja. Ja, aber ich drücke. 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 Ja, aber ich drücke.